So, wir nehmen jetzt eine allgemeine Gleichung ax gleich b vor. Und Sie erinnern sich ja, dass die inverse Matrix das hier war. Das ist 1 durch die Determinante. Und mal und die beiden tauschen und den beiden je ein Minuszeichen geben. Und manchmal fragt man sich ja, wann ein Gleichungssystem der Form ax gleich b lösbar ist. Nicht lösbar, aber eindeutig lösbar. Das ist durchaus eine relevante Frage. Und dazu multiplizieren wir das hier mal mit a hoch minus 1. A hoch minus 1 b. Und wir erinnern uns, dass das hier die Identität war. Und die Identität können wir auch weglassen. Gleich a hoch minus 1 b. So, und das heißt, das Ganze ist eindeutig lösbar, wenn diese inverse Matrix existiert. Und die existiert genau dann, wenn AD minus BC, wenn das ungleich 0 ist. Also das heißt, existiert, falls AD minus BC ungleich 0 ist. Und wenn Sie sich erinnern, haben wir genau das beim allgemeinen linearen Gleichungssystem rausgekriegt. Also wir haben ja dieses LGS, ax gleich b, für allgemeines a, b, c, d und so weiter gerechnet und haben genau die gleiche Bedingung rausgekriegt. Ja, das ist also nichts Neues. Das ist also das, was wir schon mal gerechnet haben, untermauert. Das heißt, dieses LGS ist eindeutig lösbar, wenn a hoch minus 1 existiert, beziehungsweise wenn diese Determinante ungleich 0 ist.